Wenn ihr mit Pierre schlafen wollt, meldet euch jetzt. Es tut mir leid, dass ein Schlumpf sterben musste, nur damit ich eine Jacke habe. Alles so schön grau hier in Berlin im Winter. Aber gleich kommt Farbe in die Sache, denn ich treffe heute eine schillernde Persönlichkeit, Riccardo Simonetti. Er startete als Influencer, ist Autor, Entertainer, Aktivist und Moderator. Der 28-Jährige liebt Glanz und Glamour, Hollywood und Marilyn Monroe, Mode und Extravaganz. Riccardo Simonetti, ein Mann, der gerne im Mittelpunkt steht, meistens gut gestylt, in außergewöhnlichen Outfits, immer sehr selbstbewusst und inzwischen auch mit einer Botschaft. Stay home auf dem... Achso, stay homo. Ah, das ist schon wieder gut. Der Aktivist ist zurzeit das erste Mal verliebt. Für die LGBTQI-Plus-Community setzt er sich bei den European Music Awards ein, indem er sein Gesicht mit Namen von queeren Menschen beschriftet, die in diesem Jahr getötet wurden. Mit seiner Mutter hat er ein Buch über seine nicht immer ganz einfache Kindheit im bayerischen Bad Reichenhall geschrieben. Ich bin gespannt auf Riccardo und bringe gleich mal ein bisschen Frühling ins Berliner Grau. Die Blumen sind nicht gespritzt, ich dagegen bin selbstredend geimpft und getestet. Nehmen wir noch mal. Komme! Hallo. Hallöchen! Hallo! Ich mochte die Ankündigung von innen. Komme! Ja, ich dachte, warum nicht? Herzlich willkommen. Ja, eigentlich Dank. Müssen wir uns jetzt küssen. Wir stehen beide unter einem Nistelzweig. Na ja, gut, dann. Dann komm her. Ich würde dich gerne umarmen, aber ich habe so viele Geschenke dabei. Das finde ich toll. Das sind meine liebsten Gäste. Die Gäste, die Geschenke bringen. Ich habe das jetzt nicht ausgepackt wegen der Kälte. Ist das okay? Das ist sehr okay. Vielen Dank. Ich habe es nicht ausgepackt, weil es so gut zu deinem Outfit passt. Ach so, ja, das ist natürlich auch eine Erklärung. Aber das ist ja schön, dass du Blumen mitbringst. Ich liebe frische Blumen zu Hause zu haben. Genau. Und auch noch Lilien. Sehr schön. Darf ich aufnehmen? Ja, klar, auf jeden Fall. Wenn du noch mal kurz die Blumen hältst, dann hänge ich deine Jacke kurz auf. Ich kann das auch machen. Vielen Dank. Oder ja, genau. Komm, ich bin der Gastgeber, das ist meine Aufgabe. Absolut richtig. Aber jetzt, ich sehe schon, ich vom... vielen Dank. Sehr gern. Vom Jackenarsenal kommt dem, was ich mir vorgestellt habe, schon... Das ist nicht mein Jackenarsenal. Okay. Das sind Dinge, die ich mir kurz mal überwerfe, wenn ich nach unten gehe und den Müll runterbringen würde. Das sind aber nicht die Jacken, auf die ich sonst zurückgreife. Das kannst du mir mal geben. Okay. Ja, herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Hast du eigentlich genug Schuhe, Riccardo? Nö. Weil dann hätte ich dir Schuhe mitgebracht, hätte ich das gewusst. Ich glaube, man kann nicht genug Schuhe haben. Herzlichen Dank. Cheers. Riccardo, cheers. Hast du was gesetzt? Ja, das ist noch ein Geschenk für dich. Dankeschön. Cheers. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist für mich schon auch ein Schritt aus meiner Komfortzone raus, jemanden zu mir nach Hause einzuladen, den ich noch gar nicht persönlich kenne und dann auch gleich, der dann auch gleich bei mir schläft. Ja. Das ist schon auch aus meiner Komfortzone ein Schritt raus, weil ich bin hier sehr... privat. Und das heißt, also das ist also der Raum, weil du das gerade gesagt hast, weil ich dich immer so wahrnehme als jemand, der eigentlich sehr viel Wert darauf legt, authentisch in der Öffentlichkeit zu sein. Ne? Das ist ja auch so dein Pfund, also dass du bist. So. Du bist ja, dein Beruf ist es ja, Riccardo Simonetti zu sein, kann man sagen. Und du polarisierst natürlich auch. Viele fühlen sich durch dich provoziert und fühlen sich genötigt, ihren Hass sozusagen jetzt auf dir abzuladen. Aber das finde ich zum Beispiel voll interessant, wenn Leute, also mir sagen das Leute ständig, du provozierst ja auch oder du bist ja eine sehr provokante Person. Das finde ich ja
nicht. Und ich denke mir so, ich denke mir auch so, ich denke mir das auch so, wo provoziere ich denn? Ich bin eigentlich eine sehr unprovokante Person. Genau. Ich versuche nur manchmal die Leute auf was aufmerksam zu machen, was sie vielleicht nicht so gerne hören wollen. Ich habe das auch immer, wenn ich das mit Freunden bespreche, wenn man so in seinen eigenen Kreisen ist und seine Freundeskreise sind ja dann meistens dann doch so kleine intellektuelle Eliten, dann ist das natürlich Normalität. Bezeichnest du deinen Freundeskreis als intellektuelle Elite? Klar, ich weiß nicht, ob ich meinen Freundeskreis so bezeichnen würde. Also ich sehe das so, die wahrscheinlich nicht. Wenn man dann zusammensitzt und sich zur Besinnungslosigkeit betrinkt, dann ist das doch intellektuell elitär, oder nicht? Also ich trinke gar keinen Alkohol. Ja, ich habe vorgesorgt und habe extra auch Alkohol besorgt, falls du was möchtest. Oder was brauchst. Ja. Könnte ja sein, dass ein Tag mit mir dich so mitnimmt, dass du danach erstmal einen Drink brauchst, um einschlafen zu können. Nee, das glaube ich nicht. Und ich finde das auch doof. Wenn du keinen Alkohol trinkst, trinke ich auch keinen Alkohol. Das sieht immer so aus, als würde ich trinken. Ich trinke immer nur das, was die Gastgeber so trinken. Ja, und dann trinke ich halt mit. Und die meisten in der Medienbranche, das weißt du auch, saufen wie die Löcher. Ja, aber ich finde es eigentlich schön, wenn Menschen um mich herum trinken, weil ich das Gefühl habe, wenn Menschen Alkohol trinken, werden sie mehr so, wie ich von Natur aus bin. Und deshalb freue ich mich eigentlich immer darauf, wenn ich sehe, dass die ersten Hemmungen fallen, dann weiß ich, okay, das ist ein Ort, an dem ich nicht selbst sein kann. Ah, cool. Und hast du das mal probiert und gesagt, das schmeckt mir nicht oder einfach nie gebraucht? Ich habe tatsächlich noch nie in meinem ganzen Leben einen Schluck Alkohol getrunken. Wahnsinn. Du hast mir ein Geschenk mitgebracht. Ich dachte auch gerade, es gibt noch so viel zu besprechen, aber ich breche ganz kurz mal. Ich finde das gut. Ich musste mich auch schon die ganze Zeit zusammenreißen, weil ich immer dahin geschielt habe und mir dachte, was könnte das wohl sein? Also mach erstmal auf, die einem sowas. Hast du es selbst verpackt? Das ist meine Frage. Nein. Hast du nicht? Nein. Vielleicht habe ich assistiert. Wer hat es dann verpackt? Die Dame aus dem Geschäft. Also ich muss sagen, wenn ich ein Geschenk verpacke, sieht das immer aus, als hätte es ein Dreijähriger gepackt. Dankeschön, weil ich kann das nämlich auch nicht. Das sieht furchtbar aus. Danke, deswegen war ich gerade so, boah, der hat das eigentlich sehr schön verpackt. Bin ich sehr gespannt. Hätte ich doch einfach gelogen und ja gesagt. Aber so ist das, weißt du? Ich möchte auch die Lorbeeren kassieren können. Ja, Lorbeeren für die Frau aus dem Geschäft. Oh, wow. Ja, mega, oder? Also ich finde es wirklich gut. Das finde ich richtig toll. Ein Bausteinkasten, um ein Andy Warhol, Marilyn Monroe Porträt zu machen. Genau, und da kommt alles zusammen. Gerade Marilyn Monroe hat ja sozusagen für dein erstes Buch auch das Zitat geliefert. Genau, das Zitat. Und ich trage ihr Autogramm auf meinem Arm tätowiert. Ja. Was du vielleicht später sehen wirst, weil ich habe so ein paar Ideen, was wir heute noch unternehmen könnten. Und vielleicht ziehe ich da mal meinen Anzug aus. Aber, eine Mischung aus Furcht und Faszination wächst gerade zusammen. Ich wollte, dass die Fantasien in deinem Kopf alle zu arbeiten beginnen. Ja, tun sie längst. Aber das finde ich toll. Dankeschön. Das können wir ja vielleicht heute Abend sogar zusammen machen. Ja, super gerne. Super, super gerne. Darf ich noch was? Ich würde so gerne sehen, sowas wie zum Beispiel, ich würde wirklich gerne mal sehen, so, wo du deine Klamotten und so hast. Du hast doch bestimmt einen Kleiderschrank so groß wie eine zweite Wohnung oder sowas. Also, darf ich kannst mir du mal zeigen, ja. Also, Minimalismus ist nicht so dein Ding, was? Kommt darauf an, wie du es kombinierst. Und das ist ja schon fast seriös, was du gerade anhast. Ne? Das ist ja quasi, damit könntest du auch zum Standesamt. Findest du? Ja. Oder das ist recht zurückhaltend und nicht so auffällig für deine Verhältnisse. Ja, das ist ein gemütlicher Hausanzug. Das ist ein Hausanzug? Nein, das ist schon ein Anzug, aber ich habe den jetzt als gemütlich empfunden. Guck mal, eine ganz weite Hose. Und hast du sowas wie Jogging und Sweatshirt und Ding hast du gar Doch, nicht? Doch, guck mal, ich habe auch viele Sweatshirts. Ah ja, und du hast ein paar Sweatshirts, aber okay. Zum Beispiel, ich habe auch sehr viele Pailletten-Jogginghosen. Also, dass ich mir denke, so, ich habe auch manchmal einfach nur eine Jogginghose und ein Sweatshirt an. Aber dann halt eine Pailletten-Jogginghose. Genau, aber die glitzert halt dann. Ich will was anprobieren. Du hast es mir angeboten, dann möchte ich was anprobieren. Ja, was möchtest du anprobieren? Na schon was, also ich habe ja tatsächlich, ich sag, jede Farbe. Welche Facette deiner Persönlichkeit möchtest du heute beleuchten? Ich möchte dieses tiefe Wilde in mir finden. Ah, okay. Ja. Das tiefe Wilde. Das tiefe, das Wilde, das Ekstatische, Exzentrische. Mhm. Das sind sehr viele Schlagwörter. Mhm. Weil das ist jetzt... Ich möchte einen Teil meiner Persönlichkeit finden, den ich vielleicht noch gar nicht kenne. Ja, finde ich gut. So. Übrigens, wir haben ganz ähnliche Figuren, weil du bist doch so trainiert und bist so sportlich und ich fühle mich gerade voll gut, weil ich habe ja ein von Teig ummanteltes Skelett, nenne ich Körper. das glaube ich dir nicht. Du bist ja schon so... Ja, aber why not? Ich finde, sie sieht ein kleines bisschen groß aus, die Jacke, aber an sich finde ich das schon cool. Guck mal, die kann sie sogar wenden. Also wenn du nach 2 Stunden das Gefühl hast, oh mein Gott, ich bin einfach nicht mehr dieselbe Person, die ich morgens noch war, kannst du das einfach ändern und dich in diese Person verwandeln. Das ist ja super. Eine Wendejacke. Klar, wir sind ja auch in Berlin. Ich hatte auch mal eine ganz starke Kronjuwelenphase. Wirklich? Und das ist eigentlich ganz cool. Ein Diadem. Zum Beispiel.
Ach, das ist ja toll. Aber auch das hier zum Beispiel, das könnte ich mir ganz gut an dir vorstellen. Ehrlich gesagt, ich fühle es. Ich fühle es auch. Was kann ich dir noch zeigen? Wenn wir schon in meinem Ankleidezimmer sind, kann ich dir meine Pole-Dance-Stange zeigen. Kannst du Pole-Dance? Ich kann ein bisschen Pole-Dance, aber okay, jetzt musst du liefern. Tut mir leid. Also, du hast es angefangen. Ich habe mich leider ein bisschen verletzt. Und deswegen hat mein Arzt mir eigentlich abgeraten, irgendwelche krass sportlichen Sachen zu machen. Aber an sich würde ich dir super gerne was zeigen. Weil es macht auf jeden Fall Spaß, wenn man hier sich so ein bisschen bewegen kann. Die dreht sich mit? Die dreht sich mit. Ach, das ist ja cool. Oh, mir wird schlecht. Das aber sieht, ich finde es auch schön. Das sieht sehr erotisch aus. Cool. Also ich glaube dir, dass du das total gut kannst. Total gut kann ich es nicht, aber ein paar Tricks habe ich damit schon drauf. Und nur du oder gibt es auch andere Leute, die hier an der Stange? Was genau stellst du dir jetzt vor? Entschuldigung, das ist meine verschmutzte Fantasie. Wenn ich so eine Stange hätte, dann würde ich da auch Nutten und Koks bestellen. Ja, gut, aber das hat mit der Stange jetzt nichts zu tun. habe ich noch nie jemanden da tanzen lassen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das tatsächlich so unglaublich sexy finden würde. Das ist mehr so ein Sportelement. Also wollen wir uns zurück ins Wohnzimmer sehr, setzen? Sehr, sehr gerne. Ich würde die Jacke wieder, weil ich schwitze sehr, aber das liegt eher am Pole-Dancen. Ich möchte was mit dir unternehmen, was ich vielleicht nicht mit jedem machen würde, außer vielleicht mit meinen Freunden. Und deshalb dachte ich mir, wir gehen ins Jump House. Ins Jump House? Warst du schon mal in einem Jump House? Ich war noch nie in einem Jump House. Es ist ein Trampolinhaus, wo man quasi Trampolin springen kann, wenn du Lust darauf hast. Ey, ich bin der Beste dafür, weil du hast gerade gesehen, wie ich mich an dieser Stange angestellt habe. Ja. Also du wirst auf jeden Fall bei der Nummer immer besser aussehen als ich. Das kann gut. Nichts passieren, das ist gut. Ricardo. Apropos Aussehen, ich werde mich dafür umziehen, weil darin kann man nicht wirklich hüpfen. Ach so, ich habe nichts. Und ich biete dir an, dass du dich hier daran bedienst, falls du ernsthaft? Was ist denn ein gutes Outfit fürs Jump House? Kannst du mir vielleicht ein T-Shirt oder sowas leihen fürs Jump House? Ja, ich kann dir ein sehr gut. Oh, ich kann dir ein sehr gutes T-Shirt leihen. Ich bereue die Frage jetzt schon, aber ich möchte. Das ist gut so. Ja, gut, dann mache ich dir mein T-Shirt drauf. Ich lass mich überraschen. Ja, bis gleich. Okay, bis gleich. Ich lass dich hier mal umziehen. Ja. Und wie fühlst du dich? Sehr, sehr gut. Fühlst du dich nicht verkleidet? Es tut mir leid, dass ein Schlumpf sterben musste, nur damit ich eine Jacke habe. Aber es ist schön warm und kuschelig. Hat sich gelohnt. Voll, ja, voll gut. Behalte ich. Okay, jetzt können wir es auch machen. Ich habe uns standesgemäß einen Wagen bestellt. Sehr gut, finde ich toll. Ja, oder? Hallo. Hallöchen. Guten Abend. Wir würden gerne ins Jump House. Ich bin der Meinung, wenn man ein Kompliment auf den Lippen hat, sollte man es immer sofort rauslassen. Ja. Also so, wenn du jemanden auf der Straße siehst und dir gefallen die Schuhe der Person, ich bin immer eine Person, die sagt, hey, du hast voll schöne Schuhe an oder deine Haare sehen richtig toll aus. Und ich merke schon, dass viele Menschen können damit gar nicht umgehen. Ich sehe es übrigens exakt genauso. Und ich sage auch einem Mann, ich finde, du bist ein gut aussehender Mann. Du bist ein schöner Mann. Das hast du übrigens heute noch nicht gesagt. Ja, ich will mal anmerken, dass das alle hier auf Band haben. Ich dachte, ich warte noch den richtigen Zeitpunkt. aber du trinkst ja keinen Alkohol. Aber dann ist es oft so suspekt irgendwie so, von irgendwas echt seltsam ist. Ich weiß nicht, warum ich immer aufstoßen muss. Ich habe gerade synchron mit dir heimlich aufgestoßen. Ich weiß nicht, warum ich das machen muss. Ich trinke nur stilles Wasser ohne Kohlensäure und trotzdem muss ich die ganze Zeit aufstoßen. Komm, lass das raus. Ich versuch's. Gerade hier im Auto bei geschlossenen Fenstern. Es kommt super. Ich versuch's, aber es kam nicht. Was riecht man da? Oh Gott. Ich kenne inzwischen immer noch prominente Persönlichkeiten, die sich noch nicht geoutet haben. Im Jahr 2021. Ganz viele Prominente, die nicht geoutet sind. Genau. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, musstest du dich outen? Bei deinen Eltern? Ich bin heterosexuell. Ja, also ich musste mich eben. Genau, ja, musst genau. Musst du dich da outen? Nee, ja, das ist es ja. Genau, es ist immer noch diese Unterscheidung zwischen Normalität und schwul. Ja, und so, ne? das Ding ist eben, ich glaube nicht, dass ein Coming-out notwendig sein muss, um seine eigene Identität zu leben. Ich glaube generell, dass es auch empfehlenswert ist, gerade bei jungen Menschen nicht immer sofort in die Schublade zu stecken. Gerade als Teenager, wenn man Gefühle hat oder wenn man merkt, okay, man interessiert sich für eine Person, dann kann so ein Label auch manchmal viel abschreckender sein als die Erfahrung an sich. Und deshalb,
ich glaube nicht daran, dass man sich outen muss, weil Coming Out hat vor allem was damit zu tun, seinem Umfeld oder der Gesellschaft was erklären zu müssen. Und man muss sich nicht erklären. Ich merke so langsam, wie das Polyester dieser Jacke zu arbeiten beginnt. Mhm. Heißt, du willst sie ausziehen? Nee, ich lass die an. Ich zieh das durch. Super. Du hast sie auch noch an. Ja, ich freue mich, dass du mir deine vollgeschwitzte Jacke zurückgibst am Ende des Drehs. Ich kann die auch vorher reinigen lassen, aber ich sage dir, Alles gut. Es ist ein olfaktorischer Genuss, wenn ich schwitze. Bitte? Es riecht gut. Ich schwitze gut. Ah, okay. Ja, ich rieche gut. Du riechst auch übrigens sehr gut. Das freut mich. So, gehen wir springen? Gerne. Sehr, sehr gern. Ich habe ein bisschen Angst davor, ehrlich gesagt. Ach, ich bin mir sicher, du wirst das wunderbar machen. Ich glaube, ich bin ein bisschen in der Mauser. Also nochmal vielen Dank für das T-Shirt. Sehr gerne. Ich dachte, wir beide tragen heute Ikonen auf dem Shirt. Deswegen habe ich dir das mitgebracht. Ich war noch nie in einem Jump House. Du warst noch nie in einem Jump House? Ich war noch nie in einem Jump House. Ich war mal im Laufhaus. Ja, auch gut. Ja, aber gesprungen habe ich mich noch nie. Also ich war schon ganz oft hier und es gibt ganz viele unterschiedliche Springstationen. Und ich finde das ganz schade, dass ich heute gar nicht so viel springen kann, weil ich war neulich bei den MTV Europe Music Awards in Ungarn und ich durfte zwei Preise überreichen. Und ich habe mich sehr bemüht und hatte auch ein sehr, sehr aufwendiges Outfit an. Und kurz nachdem das passiert ist, bin ich die Treppe runtergefallen. Oh nein. Und irgendwie habe ich mir jetzt so ein bisschen wehgetan. Deswegen konnte ich beim Pole Dance vorher nicht so richtig loslegen und hier auch nicht. Oh nein. Aber ich wollte dich trotzdem hier hinbringen, weil das einfach so ein glücklicher Ort ist. Und so ein bisschen springen kann ich auch. Ja. Aber ich hoffe, dass du heute den Löwenanteil übernehmen wirst beim Springen. Ich kann gar nichts. Also alles, was mit Körper ist, ist mit mir quasi nicht viel anzufangen. Glaubst du, du kannst dich einmal auf den Po fallen lassen und wieder aufstehen? Aber was ist? Ich habe Angst. Wie geht das? Ich krieg die Informationen in meinem Gehirn gar nicht verarbeitet. Aber ich bin mir sicher, das, was wir hier gerade tun, sieht als Slow-Mo in der Kamera bestimmt trotzdem richtig gut aus. Ja, total. Kannst du keinen Salto oder sowas? Kannst du sowas? Nee. Ja, siehst du? Ich kann gar nichts. Ich bin jetzt schon am Ende, was Ideen angeht. Versuch dich auf den Po plumpsen zu lassen. Ja, ja, fast. Oh Gott, es riecht so nach Mensch. Ich glaube, da drin riecht sehr stark nach Fuß. Das Gute ist ja, dass die jeden einzelnen Würfel desinfizieren nach Benutzung, ne? Deswegen ist es hier auch so lange geschlossen wahrscheinlich. Hast du so eine Bakterienphobie? Nee, ein bisschen vielleicht. Du meintest vorhin, dass du es ganz unangenehm findest, Socken zu tragen, die nicht dir gehören. Ja, du nicht? Also ich denke mal, die sind neu. Ja, ja, die sind ganz neu. Das sind Einmalsocken. Oh. Da liegt eine riesengroße Fleischwurst. Das ist das. Das ist mein Lieblingsbereich. Ich verstehe. Aber die tun deinem Rücken ja nicht weh, oder? Hier, wir können. Versuch's noch mal, jetzt hab ich einen Baseballschläger. Okay, ich mach dreimal. Wenn du drei abwirfst, hast du gewonnen. Okay. Eins. Zwei. Oh! Du hast gewonnen! Und die haben jetzt einen Würfel weniger. Das hat voll das DJ-Pult getroffen oder was auch immer das ist. Oh Gott. Nichts wie weg, nicht, dass die den Wendler spielen. Eigentlich habe ich dich hierher gebracht, weil es gibt seit Neuestem hier auch so eine Art Hochseilgarten. Oh Gott. Und ich habe ja wirklich, wirklich krasse Höhenangst. Ich auch. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht können wir das zusammen machen, um unsere Angst ins Auge zu gucken. Müssen wir das machen? Das ist so viel höher, als es von unten aussieht. Oh Gott.
gar nicht glauben, dass ich das vorgeschlagen habe. Also wenn das Seil reißt, dann kommen wir ja eigentlich nur auf so... Ich will das gar nicht hören, ich will mir das gar nicht vorstellen. Also wir zählen runter. Oh. Auf drei lassen wir los. Bist du ready? Nein, aber ich werde es niemals sein. Du zählst. Oh Gott, hoffentlich hält das. Eins, zwei, drei. Warum bin ich rückwärts? Oh Gott! Ich habe meine GoPro fallen lassen. Ich hatte so Angst, dass ich meine GoPro habe fallen lassen. Wirklich? Ja. Dann lasse ich meine auffallen. Okay. Hast du Hunger? Ich hab gerade überlegt, diese Schaumstoffwürfel sehen lecker aus, aber... Du, ich glaube, ich kenne ein besseres Restaurant als das. Es ist unschwer zu erkennen. Die müssen miteinander verwandt sein, weil beide glitzern. Stimmt. Wo ist dein Glitzer-Outfit heute? Ich trage es drunter. Ah, okay. Dazu kommen wir später. Da bin ich gespannt. Ist ja noch jung. Anna, ich freue mich total. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Genau. Und inzwischen weiß es auch eine breitere Öffentlichkeit. Du bist Ricardos Mutter. Ja, stimmt, genau. Was essen wir denn? Also tatsächlich sind wir in einem Steakhouse. Aber auch wenn man kein Fleisch isst, wird man hier absolut fündig. Weil ich komme ja hauptsächlich für die Beilagen hin. Ich liebe die Beilagen hier. Und ich sehe gerade, es ist preislich in auf, also wie soll ich sagen, ja, also eher auf dem Niveau von, man muss Jurymitglied beim Supertalent sein und nicht, naja, man macht im dritten Programm eine kleine Sendung. Also für gutes Fleisch muss man auch was bezahlen. Völlig richtig, gutes Fleisch auch ist. Beim Essen. Dann nehme ich hier so ein Club-Sandwich. Gibt es ein Club-Sandwich? Ach süß, nein, natürlich, das gibt es tatsächlich nicht, das habe ich jetzt erfunden. Du musst jetzt aber nicht aufs Geld gucken, nur weil du eingeladen bist. Ne? Ich möchte, dass ihr glücklich seid. Ach stimmt, du lädst uns ja ein. Ja, klar. Dann hätten wir gern einmal alle Beilagen, bitte. Einmal alle Beilagen. Ja, ich nehme den auch, den Ladies Cut. Ja. Ich bediene mich einfach nur in den Beilagen. Und welche Beilage wäre denn dann passend zum Ladies Cut? Also ich würde dir auf jeden Fall vorschlagen, dass wir uns die Beilagen teilen. Das machen wir. Dann bestell du die Beilagen, die dir schmecken. Ja, habe ich schon, alle. Und jetzt ist ja Bad Reichenhall, ist ja, also da, wo Ricardo aufgewachsen bist, wo du ja dann auch sozusagen sozialisiert wurdest. Immer noch lebst. Und immer noch lebst. Ja, immer noch lebe. Genau, ich bin nur auf Besuch hier. Das ist... Oder zur Arbeit. Du bist, genau, das ist quasi, du bist auf Montage, kann man sagen. Genau, genau, Außendienst. Und wie war das, versuch das mal zu beschreiben, mit einem lebenslustigen, exponierten und, wie soll ich sagen, mit jemandem, der schon sehr früh anders war als die anderen? Ich hatte immer das Gefühl, er kommt gut an, er wird von allen geliebt, er hatte immer einen Haufen Mädels um sich, hatte einige Freundinnen immer, also wo er zum Spielen ging, und dass das eigentlich für ihn alles gut ist. Gell? Ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass er dann auch später so gemobbt wurde. Er hat es mir auch nicht erzählt. Also, aber du musstest ich sah ja schon... ihn immer als fröhlichen und ja, lustigen. Aber du musstest dir schon oft auch was anhören, wie du mich jetzt siehst und alles Mögliche. Ja. Wie, was meinst du? Was musstest du dir anhören? Ja, ob er sich doch nicht mal die Haare schneiden könnte, das schaut so mädchenhaft aus, oder sich mal ein bisschen anders anziehen sollte und nicht so auffällig. Und, ja, das, und wie hast da du dann reagiert? Ich hatte das Gefühl, es ist meine Schuld, dass er so weiblich ist. Schuld. Ja, weil er, ja, Schuld, dass das meine Schuld ist, weil er in einem total weiblichen Haushalt aufgewachsen ist. Also, aber du hast es quasi... Er war 6 Jahre alt, wo ich mich von meinem Mann getrennt habe. Dann war er das einzige Männliche bei uns im Haushalt. Meine Tochter, ich, meine Schwester war sehr viel anwesend. Also nur Frauen. Dann habe ich zu der Zeit in einer Boutique gearbeitet. Und er kam immer nach der Schule auch zu mir in die Boutique. Und ja, immer diesen weiblichen Einfluss. Und dann habe ich mir oft die Schuld gegeben, dass er deswegen so weiblich wirkt oder auch so an der Mode interessiert ist. Und
ja, und seine Barbies immer umgestylt hat und dass das einfach deswegen ist. Irgendwann muss doch der Moment gekommen sein, wo du festgestellt hast, das hat mit Schuld überhaupt nichts zu tun, das ist ja nichts Schlechtes. Ja, danach. Also das habe ich erst nach unserem Gespräch damals in Portugal, wo er sich mir offenbart hat, nach einem Ereignis im Flugzeug. Und, was war das für ein Ereignis? Ja, da war ein Flugbegleiter, der auch sehr, sehr nett und freundlich war und man ihm so offensichtlich ansah, dass er schwul ist. Und ich habe daraufhin zu ihm gesagt, schau, das wirkt halt oft sehr weiblich und so wirkst du auch auf andere. Vielleicht siehst du mal, wie das ist und machst das vielleicht mal anders oder so. Und daraufhin ist er eigentlich sehr ruhig geworden. Und dann hat er mir gesagt, dass das sehr verletzend ist. Das Gespräch ging ja dann länger und er hat dann auch gesagt, dass er in der Schule also oft ja, gehänselt wird und was das mit ihm macht und was er dabei für Gefühle hat. Also im Endeffekt haben wir auch beide geweint nach dem Gespräch oder während des Gespräches. Und da wurde es mir erst so richtig klar, was ich damit mache, gell? Also was ich da auslöse. Und dass ich eigentlich dann genauso bin wie die anderen. Und das hat mir so wehgetan, dass er dabei so fühlt. Und das war mir nie bewusst. Ne? Und ja, ab dem Tag hat sich mein Verhalten verändert. Das war also wirklich ein Schlüsselerlebnis? Ja, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Es war halt auch eine Entwicklung in mir. Ne? Also, wo ich mir dann eingestehen musste, er ist immer noch dasselbe Kind wie vorher. Ich habe ihn genauso lieb wie vorher. Ist doch egal, wie er sexuell veranlagt ist oder so. Das ist eigentlich im Endeffekt egal. Er bleibt und ist immer mein Ricardo, also mein Kind. Gell? Absolut. Ach, ja. Es gibt doch nichts Schöneres, als mit seiner Mutter über seine sexuelle Veranlagung zu sprechen. Absolut. Du hast mir deinen ersten Sex mir am Telefon erzählt. Ja. Du hast deinen ersten Sex ihr am Telefon erzählt? Ja. Unmittelbar danach? Ungefähr, ja. Ja, ein paar Stunden. Das heißt, ich hatte jetzt zum ersten Mal. Und ja. Wie war's? Und wie war das dann für dich? Weil das ist ja immer, also ist ja komisch als Eltern, das dann so, ne? Egal welche. War es wirklich komisch für dich? Naja, ich meine, es war schon komisch. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte keine Einzelheiten wissen. Aber eigentlich war es gar nicht so komisch. Wir sind immer schon sehr vertraut gewesen. Also. Und jetzt haben sich diese Mobber von damals. Die haben sich ja drastisch vermehrt und sind vor allem in der digitalen Welt zu Hause. Leider auch, das sagst du ja auch noch, immer noch in der physischen Welt, dass du mal einen blöden Spruch oder so hinterher bekommst. Wie zum Beispiel, als du beim Fernsehgarten moderiert hast und da eine Schwelle an Negativreaktionen kam, die wirklich, also die ich auch gar nicht verstehe. Ich kann das emotional und rational überhaupt nicht nachvollziehen, was da in den Leuten vorgeht. Das also es waren gar keine, keine negativen Reaktionen, es waren einfach Morddrohungen. Genau, das muss man auch so sagen. Es gab auch viele ZuschauerInnen, die das geliebt haben. Aber es gab eben auch ganz viele Leute, die mit diesen Themen vielleicht sonst nichts zu tun haben und die sich einfach daran gestört haben, den geschminkten Mann zu sehen. Und deshalb dachten, sie hätten die Berechtigung, eine Morddrohung zu schreiben. Hast du dann Angst um ihn, wenn du sowas liest? Das lässt einfach nicht unberührt. Ja. Ja, es war auch schon in seiner Jugend so, dass er gesagt hat, ah, irgendwann passiert mal was, Mama. Gell? Dann hat er ja voll die Faust ins Gesicht bekommen und hat ihm die Nase gebrochen. Wie? Warum? Weil er einen Blumenkranz getragen hat, einen kleinen Blumenkranz. Also es ging bis jetzt im Leben immer so weiter, dass ich also abends, wenn er ausgeht, immer noch Angst um ihn habe. Mhm. Er hat sich ja auch Gott sei Dank geschworen, dass er nie mehr öffentliche Verkehrsmittel am Abend fährt. Ich benutze generell keine öffentlichen Verkehrsmittel, genau aus dem Grund, weil mir da oft solche Sachen passiert sind. Und deshalb fahre ich nie U-Bahn oder Bus. Oh, herzlichen Dank. Sieht ganz köstlich aus. Sparsam dekoriert, finde ich gut. Oh, danke. Dafür kommen die Beilagen doch. Ach so, ja, ich finde es ja wirklich gut. Es ist ja, der Rand gehört dem Gast, heißt es.
Dankeschön. Dankeschön. Ich habe gemeint, du wolltest kein Fleisch? Ja, wollte ich auch nicht. Wolltest du nicht? Dann musst du jetzt. Aber jetzt ist es da. Lecker. Ich traue mich jetzt gar nicht, eine Prise Salz zu bestellen. Wahrscheinlich kommt dann so piep, 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 so ein Truck, der dann so auslädt. Ich komme alleine, alleine nur wegen dieser Pfeffermühle hier hin. Ja, natürlich. Gute. Dankeschön. Ketchup und Mayo? Ja, klar. Da freut sich der Koch. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Und? Lecker. Hat sich's gelohnt? Mhm. Isst jetzt hier bitte auch mal die Beilagen. Unbedingt. Oh nein, ich habe Kartoffelbrei in meiner Jacke. Ich muss das jetzt so von oben machen. Aber freust du dich heute Abend? Hast du noch was zum Snacken? Ja, das stimmt. Ich finde es übrigens gar nicht so teuer. Also ganz danke, dass du das jetzt sagst, nachdem du mich im Fernsehen dargestellt hast, als würde ich dich ins teuerste Restaurant der Welt einführen. Habt ihr das auf Band? Ja, ihr das auf, ich finde, das muss in der Sendung sein. Das ist das, was in der Sendung sein sollte. Ja. Nicht, dass man sich das nicht leisten kann. Ich muss ja immer dann dieses, es ist alles Gebührengeld. Du, ich habe auch viel für die Öffentlich-Rechtlichen getan. Wenn das der Payback ist, thank you. Ja. Ich habe jetzt noch gar nicht gefragt, wo ich eigentlich schlafe heute. Ich habe tatsächlich kein Gästezimmer, also müsstest du einfach auf der Couch schlafen. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, Ricardo. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Sehr. Hast du Frühstück gemacht? Ich habe dir meine Spezialität gekocht, die man kochen kann, wenn man keine Küche hat. Nämlich Müsli. Oh, vielen Dank. Ich wollte dich nicht wecken, deswegen habe ich gedacht, ich warte jetzt einfach halt mal. Ne? Und bevor ich jetzt da, dachte ich, ich wusste nicht, was ich machen soll mit alles mir. Alles gut, ich bin mir sicher, du hast hier genug Beschäftigung gefunden. Ja, ich habe tatsächlich hier so Sachen durchgeblättert und so, wenn ich durfte, weil die lagen ja alle so ausgestellt sozusagen. Ja, das mache ich immer so für meine Übernachtungsgäste, dass ich ihnen dekorativ Magazine mit mir auf dem Cover neben ihr Bett lege. Ja, das ist überhaupt... Das war ein Scherz. Ja, ist natürlich auch ein bisschen beeindruckend. Wie hast du denn geschlafen mit meinem Kirschkernkissen? Ist das wirklich ein Kirschkernkissen? War es mal, ja. Okay. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Nachdem, was du damit angestellt hast. Jetzt ist es Müll. Ja. Ich habe gesehen, das ist ja hier, guck mal. Das ist ja hier. Das ist hier, ja. Das war eine Home Story. Ah, okay. Das ist auch ein Deko-Magazin. Eine Home Story. Ja. Und weil die haben nämlich auch ein bisschen umgestellt, habe ich gerade gesehen. Ne? Die haben so, es ist gar nicht so einfach, Möbel fotografisch gut aussehen zu lassen. Und das ist eigentlich genau das, was ich heute machen wollte. Ich hatte heute vor, in ein Möbelhaus zu gehen. Vielleicht können du und ich so ein bisschen Möbel shoppen. Ja, voll gerne. Wenn du Lust hast. Du hast dich ja jetzt bereits bestens eingelesen. Total. Was ist so dein Style? Also in welche Abteilung bei Roller werden wir gehen? Also ich mag gerne Vintage-Möbel. Ich mag das, wenn es so ein bisschen Art Deco-mäßig aussieht. Und irgendeinen besonderen Twist hat. Also ich lasse mich gerne überraschen. Ich dachte mir, vielleicht machen wir das zusammen. Voll gerne. Ich helfe dir auch beim Aufbauen und beim Tragen. Das ist tatsächlich sehr gut, weil ich kann gar nichts aufbauen. Bist du handwerklich begabt? Mehr, als man mir zutraut. Ja? Was kannst du denn so? Ich kann einen Nagel gerade in die Wand schlagen. Das kriege ich auch noch hin. Ich kann es ohne Hammer. Ah, okay. Ist das jetzt so ein Wettrüsten, ja, wer besser nageln kann? Ich kann... Sehr gut. Ich habe versucht, diese sexuelle Energie, die du heute ausstrahlst, aufzugreifen. Strahle ich wirklich sexuelle Energie aus? Irgendwie schon. Ja. Du bist heute so sexuell aufgeladen. Das tut mir leid. Ich weiß nicht, was es in meinem Wohnzimmer war, das dich so erregt hat. Es ist vielleicht auch dieser Gedanke an Hollywood, weil man ja auch viel, wie soll ich sagen... Pornos ist Hollywood. Ja, dann aber schläft sich auch ein bisschen hoch manchmal. Das ist ja, so ist das so. Ja.
Also ich habe das bisher so gemacht. Ich bin noch nicht weit gekommen, aber man hört davon. Oh Gott, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich habe schlecht geschlafen. Du hast schlecht geschlafen? Nein, ich habe auf meiner Couch. Ich habe sehr gut auf deiner Couch geschlafen. Aber so, es ist so kuschelig und plüschig und dann kommt man so ins Denken und hinterfragen und so. Was machen wir heute? Das sieht doch schon ganz vielversprechend aus. Sieht in der Tat sehr gut aus. Hallo. Oh. Ja, cool. Also ich bin eigentlich so ein bisschen auf der Suche nach so 70er-Jahre-Pieces. Das fände ich ganz cool. Okay, ich glaube, das ist eher so 60er, aber da sind wir wegen 10 Jahre jetzt nicht knickrig. Vielleicht finden wir ja was so in diese Richtung geht. 50er, 60er. Also ich sehe jetzt schon in den ersten 3 Metern des Ladens, das ist total mein Stil. Ist das so? Ja, mir gefällt es total gut. Mir fehlt so ein bisschen Glamour. Okay. Aber es können ja vielleicht auch so Accessoires sein. Also zum Beispiel so eine Fischplatte finde ich eigentlich auch ganz witzig. Also vielleicht finden wir auch einfach nur ein Deko-Accessoire, was viel hermacht. Das könnte vielleicht dann eher wahrscheinlich passen. Ne? Komm, wir gehen einfach mal durch, sag ich mal. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ich finde das hier ganz cool. Spielesammlung. Das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. So ein Coffee Table. Das ist tatsächlich ein Designerteil. 540 Euro ist gut. 60er ist ein bisschen aufgearbeitet. Super hip. Ich muss ja sagen, mich hat das früher so gar nicht gereizt, Möbel zu kaufen. Und ich glaube, das ist auch erst so ein bisschen gekommen, so seitdem ich einen Freund habe und mehr Zeit zu Hause verbringe. Bist du eigentlich in diesem Moment noch verliebt, in der Phase des Verliebtseins? Ja, klar. Ja, wie schön. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin sehr verliebt. Und du hast auch geschrieben, dass du dich ein bisschen fühlst wie ein Teenager, hast du mal irgendwie auch mal gesagt. Ne? So ein bisschen, das ist jetzt quasi was du jetzt so durchlebst, was andere vielleicht schon früher durchlebt haben. Ja, also auf jeden Fall. Das ist mein erster Freund und das ist meine erste Beziehung. Und was gefällt ihm denn jetzt hier? Damit irgendwas, eine Kleinigkeit ihm vielleicht mitbringen, ein Geschenk? Nee, ich glaube tatsächlich, dass man ihm eher eine Freude mit Lampen machen könnte. Es gibt also, hier Lampen. Wenn man eher so Light-Dimmer und sowas mitnehmen will. Das, glaube ich, wäre eher mehr sein Ding. Hier, guck mal, gehen wir 2 Stunden zurück. Da. Gibt's hier? Guck mal, ich könnte dir hier ein Andenksel an unseren Dreh schenken, weil ich esse doch nur Müsli zu Hause und habe ja keine Küche. Ja. Und das wäre doch eigentlich so ein modernes Äquivalent zu einer Müsli-Schale. Das finde ich wirklich schön, mir gefällt es gut. Findest du das hier besser? Nee, ich mag das eigentlich, das erinnert mich an so portugiesische Töpferware, die ich ernsthaft sehr gerne mag. Aber es soll dich doch an mich erinnern und nicht an portugiesische Töpferware. Ja, ich mag dich ja auch genauso sehr wie portugiesische Töpferware. Das ist das Netteste, was jemals jemand zu mir gesagt hat. Siehst du, das ist das zweite Kompliment. Du bist ein schöner Mann und ich mag dich so sehr wie portugiesische Töpferware. Das stimmt. Das hast du bestimmt noch nie zu jemandem gesagt. Das ist völlig richtig. Isst du denn auch Müsli zu Hause? Ja, tatsächlich. Dann ist das ja auch ein Geschenk, das wirklich sinnvoll eingesetzt wird. Das musst du mir nicht schenken, ich kaufe mir das doch, selber. Ich kaufe dir das. Das ist doch mein Andenken, mein Souvenir. Ich will dir aber auch was schenken. Such dir auch was aus. Du hast mir doch schon was geschenkt. Stimmt. Vielen Dank. Ja. Ich guck mal, ist es arg teuer? Ich hab mich traum, weil ich darf ja nicht wissen, was es kostet, weil jetzt ist es ein Geschenk. Aber wenn es zu teuer ist, zeig ich selber. Das bereue ich jetzt schon. Okay, dann nehme ich's. Danke. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich sage doppelt Danke. Danke, 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 danke. Hier, dein Geschenk. Ja. Oh, vielen Dank, ey. Ich komme ja gar nicht mehr raus aus dem Danken. Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich dachte mir, wenn du schon hier bei mir in Berlin bist, dann müssen wir auch was Schwules machen. Und nachdem du ja heute schon so viel überkeimende sexuelle Energie in dir rumträgst, dachte ich mir, wir gehen ins schwule Museum. Sehr gerne. Lass uns was Schwules machen. Finde ich gut. Lass uns was Schwules machen. Okay. Und ins Museum das gehen wir auch. Kann man nie genug machen. Ja. Tschüss. Ups. Denn ein schwules Museum. Ein
ein schwules Museum oder beziehungsweise das schwule Museum ist eine Ausstellungsstätte für queere Geschichte. Ihr könnt sich hier mal so ein bisschen umgucken. Ich bin mir sicher, hier hängen bestimmt auch so alte Magazincover und Plakate. Und das ist zum Beispiel schon hier, das ist zum Beispiel schon was, womit ich früher aufgewachsen bin. Als Kind und Jugendlicher hatte man nicht so viele Identifikationsfiguren in den Medien, gerade auch queere Identifikationsfiguren. Und man dachte wirklich, man hat nur zwei Optionen. Entweder man wird zu einer Drag Queen oder man bekommt AIDS, weil das die Begriffe waren, mit denen Schwule medial geprägt wurden. Und ich finde zum Beispiel, dass gerade Magazine haben natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass so eine Art Hetze entsteht oder so ein Bild entsteht, ein großes Stigma entsteht. Und was ich finde, was nicht passiert ist, sind aber die nächsten Schritte, dass man dieses Stigma auch systematisch wieder abgebaut hat. Ich sehe gerade dieses Plakat und dachte mir so, wow, das ist wirklich krass provokant. Sowas habe ich seit Jahren nicht mehr irgendwo gesehen. Und dass man sieht, wie früher solche Aufklärungskampagnen funktioniert haben und was sie bewirkt haben, dafür finde ich diesen Ort sehr, sehr gut. Mhm, total. Ja, und ich kann mich noch erinnern an Zeiten, wo man Plakate an Bushaltestellen oder U-Bahnen gesehen hat, die einen an sowas erinnert haben. Und irgendwie ist das so komplett aus der Mitte der Gesellschaft verschwunden. Und ich glaube, man muss Leute wieder mehr daran erinnern, dass sie das wieder mit in den Dialog aufnehmen. Gerade weil man ja auch gesehen hat, was ein Virus mit der ganzen Welt absolut anstellen kann. Absolut. Es werden recht viele männliche Geschlechtsorgane hier exponiert, stelle ich fest. Wir werden ein paar Balken anbringen müssen und pixeln. Heißt ja auch nicht umsonst schwules Museum. Absolut, ja. Außerdem dachte ich mir, du kannst es bestimmt vertragen. Wobei, ehrlich gesagt, also das setzt mich ein bisschen unter Druck. Was setzt dich unter Druck? Dieses sehr große Glied. Dieses Foto? Ja. Weißt du, wenn du in meinen absoluten Lieblingsclub gehst, ins Berliner Schwurz, siehst du dieses Bild ganz, ganz groß ausgedruckt auf der Toilette. Und das setzt dich nicht unter Druck? Dann ist das noch eindrucksvoller. Unterdrucksvoller. Sitzkissen. Also wenn das nicht deinen Namen schreit, dann weiß ich auch nicht. Ich bin ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Ich würde es mal kurz ausnutzen. So. Hast du denn schon mal einen HIV-Test gemacht? Nein. Hast du nie einen HIV-Test gemacht? Ja, aber mein Sexualleben ist so traurig, dass es noch keine Notwendigkeit gab. Ja, aber ich nehme schon an, dass du ein paar Mal in deinem Leben Geschlechtsverkehr hattest. Okay, ja, das stimmt. Und du hast noch nie einen HIV-Test gemacht? Nee, aber ich tatsächlich war immer vorbereitet. Aber trotzdem, es tut ja gar nicht weh. Und es ist doch manchmal auch gut, wenn man quasi dem Partner oder Partnerin einfach sagen kann, hey, ich bin übrigens getestet und weiß über meinen Status Bescheid. Das ist völlig richtig. Du erwischst mich damit auch. Also ich habe natürlich immer verhütet und bei mir haben die Präventionskampagnen immer gut funktioniert. Aber du hast völlig recht. Also ich verhüte, indem ich einfach ein sehr trauriges Sexleben habe. Noch. Warte ab. Nach dem Ausstrahlen dieser Episode kannst du dich vor Angeboten kaum retten. Das habe ich schon so oft gehört. Das könnte dein Moment sein. Mach doch einen Aufruf. Nee, ich komme hier. Wenn ihr mit Pierre schlafen wollt, meldet euch jetzt. Das ist meine Masche. Schöner können wir aus der Nummer nicht mehr raus. Unsere gemeinsame Zeit neigt sich dem Ende zu. Es ist traurig, aber wahr. Ich werde nie wieder aus diesem Sitzsack. Ich habe auch gerade überlegt, ich fühle mich wie so ein Käfer, der auf den Rücken gefallen ist. Wärst du noch einmal so nett? Vielen Dank, das ist auch symbolisch. Ja. Sehr schön, dass du mir ausgeholfen hast. Vielen Dank. Ich habe übrigens ein Taxi bestellt, weil ich dich auf gar keinen Fall U-Bahn fahren lassen möchte. Das ist sehr nett von dir. Dankeschön. U-Bahn oder Uber? Ah. Mein Lieber! Vielen Dank. Aber hol das mit dem Test nach. Auf jeden Fall. Klar. Bis bald. Mach's gut. Dankeschön. Danke dir. Hallo. Bringen Sie den jungen Mann sicher nach Hause, ne? Gib mir Mühe, danke. Dankeschön. Achtung, Mantel. Tschüss, Ricardo. Tschüss. Dankeschön. Mach's gut. Gesund. Bis bald. Ciao. Tschüss. Und anschnallen nicht vergessen. Ist auch Prävention. Thank you.
wartet mal. Eins wollte ich noch sagen. Diese Folge Krause kommt. War sehr schön. Aber es gibt noch weitere Folge Krause kommt. Die gibt es in der Mediathek und in diesem Kanal. Schaut sie euch an. Lasst ein Like und ein Kommi da, sofern es ein guter ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen jetzt Drehschluss, ne? Wir haben jetzt... Ja, Drehschluss. Okay. Danke. War schön mit euch. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Krause geht jetzt. Kommt aber wieder. Danke euch.